kommt gerne nach vorne, kommt hier hin zur Speakers Corner. Wir haben eine Stunde, drei sehr, sehr spannende Vorträge auf jeden Fall. Genau, mein Name ist Heiko und ich koordiniere das Ganze. Wir sehen uns in den nächsten Tagen nochmals bei der Speakers Corner. Die Play findet dieses Jahr wieder online und auch hier vor Ort eben in Hamburg statt. Kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr jetzt gerade im Stream zuschaut. Wir sind auch morgen noch da bis Sonntag. Man kann die Spiele spielen. Man kann das Ganze aber auch natürlich online machen. In der Play Valley zum Beispiel könnt ihr auch die Spiele spielen, den Stream verfolgen und auch im Chat auch eure Fragen lassen. Genau, jetzt geht's gleich los mit dem Beitrag von Stefan Köhler mit dem Titel Mittendrin statt nur dabei. Ist Modding der Zünder für VR. Stefan ist uns aus Niedersachsen über Discord zugeschaltet. Er übernimmt gleich hier die Bühne. Genau, bevor ich habe es schon kurz angedeutet, wollte es aber nicht vergessen, ihr könnt wie gesagt hier im Publikum nachher Fragen stellen. Ihr dürft aber auch gerne den Twitch-Chat benutzen. Sowohl bei Ottnina streamen wir ja, vielen Dank nochmal dafür, als auch auf dem offiziellen The Play Festival-Kanal. Wir haben da Moderation, die geben die Fragen dann an mich weiter. Ja, viel Spaß soweit erstmal und ich übergebe das Wort an Stefan. Schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Und wir springen gleich mitten rein. Ich habe gar keine Gliederung jetzt oder Inhaltsangabe, sondern da wir auch nicht so viel Zeit haben, schauen wir uns erstmal die Begriffe an, mit denen wir heute dann auch operieren wollen. Wir haben einmal natürlich die virtuelle Realität. Ich denke mal, die meisten können sich was darunter vorstellen. Aber hier nochmal so ein Versuch, eine Definition. Wir haben in Echtzeit computergenerierte Umgebung, die wir wahrnehmen. Das kann durch eine VR-Brille passieren. Wir haben natürlich vielleicht auch andere sinneansprechende Gadgets wie räumliches Audio, die nochmal diese Illusion tatsächlich in einer virtuellen Realität, in einem 3D-Raum sich zu bewegen, dann auch nochmal verstärken können. Und das Besondere ist natürlich nicht nur, dass wir das Ganze sehen, sondern dass wir auch diesen Raum manipulieren können. Hier noch durch Controller habe ich hier geschrieben. Natürlich kommen auch Körper hinzu. Wir haben schon Handtracking zum Teil. Und das sind jetzt hier für mich dann schon mal die ersten Punkte, wo wir sagen können, wir sind mittendrin in diesem virtuellen Raum, in dem wir uns befinden und auch mittendrin in dem Geschehen, weil wir nicht nur das Ganze betrachten, sondern auch manipulieren können. Also schon mal zweimal mittendrin. Dazu kommt jetzt dann noch Modding. Unter Modding verstehe ich jetzt, das kann man natürlich auch sehr weit fassen, erstmal eng gefasst den Zugriff auf den Programmcode und die Spielinhalte. Man kann natürlich auch innerhalb eines Spieles Inhalte verändern und in dem Editor zum Beispiel während des Spielens dann auch quasi neue Dinge erstellen. Aber mir geht es hier darum, bei meiner engen Definition eher zu sagen, das ist außerhalb des Spielens. Wir greifen auf den Code zu, um dann später wieder, wenn die Runtime läuft, also wenn das Spiel tatsächlich läuft, auch dann eigene Vorstellungen umgesetzt zu haben. Also dann sehen Dinge anders aus, wir haben Neues hinzugefügt, wir haben vielleicht Dinge entfernt. Und ein ganz bekanntes Beispiel natürlich dafür hätten wir hier im Bild gesehen, zu sehen, das wäre Counter-Strike. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt repräsentativ, weil die meisten Modifikationen tatsächlich dann der Großteil nur kleine Änderungen vornimmt. Da wird vielleicht mal ein Skin geändert, eine Figur sieht anders aus oder ein paar kleine Variationen von Werten. Das wäre hier natürlich eine Total Conversion, das heißt, wir haben eine sehr große Veränderung, das Setting hat sich geändert, die Spielmechaniken haben sich geändert und hier hat natürlich Modding auch einen großen Einfluss gehabt. Wir haben sehr viele, gerade im E-Sport-Bereich, Titel und Spielgenres, die tatsächlich aus dem Modding stammen, wie zum Beispiel Counter-Strike, aber auch zuletzt natürlich die Battle Royale-Spiele. Richtung Fortnite hängen natürlich alle mit zusammen, dass am Anfang ein Modder auf die Idee kam, doch ein Battle Royale Spielprinzip erstmal umzusetzen und dann natürlich später Spiele das kopiert haben. Also das wäre natürlich dann die Deluxe-Riesenversion von Modding, aber Modding kann eben auch auf sehr viel kleinerer Ebene stattfinden. Nur um mal so grob jetzt erstmal einen Einblick zu geben, was ich unter Modding verstehe. Genau, und auch hier haben wir mittendrin. Also ich bin nicht nur ein Spieler, der natürlich, könnte man schon argumentieren, im Spiel mittendrin ist. Nein? Okay. Es wechselt nicht. Okay, das ist nicht ärgerlich. Dann muss ich nochmal gucken. Zum Start, okay. Ist es jetzt wieder? Das ist seltsam. Okay. Wenn ich dann weitermache, also wir sind mittendrin. Ich versuche mal jetzt so, hat sich jetzt was geändert, dass die Folie sich ändert? Das ist wieder die erste Folie. Okay, das ist seltsam. Ja, jetzt sehe ich auch, dass es wieder zurück ist. Dann muss ich hier nochmal. Ja, jetzt zwischendurch war es wieder da. Warum flackert das denn so? Okay.
So. Besser? Ach so, okay, gut. Dann muss ich das mal kurz probieren. Ich bitte die technischen Schwierigkeiten zu entschuldigen. Also, Bildschirm, okay, dann mache ich den ganzen Bildschirm. So. So, ist das besser? Genau, also wenn wir jetzt wieder zurückgehen, sieht man dann Counter-Strike. Okay, super, jetzt haben wir es geschafft. Also auch hier bei Modding haben wir tatsächlich ja wieder mittendrin. Wir können natürlich auch argumentieren, auch Spieler sind mittendrin, sie manipulieren die Welt, in der sie sich bewegen, aber hier natürlich gehen wir wirklich mitten rein, das ist damit auch gemeint, eben in den Programmcode. Wir halten uns nicht nur auf der Oberfläche aus und den Prozessen, die dann auch dann von Programmcode gestartet werden, sondern gehen dann noch viel tiefer rein in die Materie, um eben auch noch viel größere Veränderungen durchführen zu können, als wenn wir nur im Spiel bestimmte Änderungen vornehmen können. Das heißt, meine These wäre jetzt, oder die Stoßrichtung, die mich interessiert, dass wir sagen, wir haben schon mal zweimal mittendrin bei Virtual Reality. Wenn wir jetzt das so aufteilen, können wir auch vielleicht sagen, insgesamt ein mittendrin bei Virtual Reality. Dann kommt nochmal das mittendrin von Modding hinzu. Was passiert, wenn wir das kombinieren? Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Das ist tatsächlich jetzt eine Forschung bzw. eine Recherche, die ich unternommen habe, die auch erst am Anfang steht. Und wir haben auch gerade eine sehr spannende Zeit in diesem Bereich von VR und Modding, wo sehr viel passiert, sodass ich immer nur jetzt sagen kann, dass der aktuelle Zwischenstand, da kann sich auch von Tag zu Tag was ändern. Da kommen neue Modder hinzu, da kommen neue Projekte hinzu. Und trotzdem ist, denke ich mal, ganz spannend, mal zu sehen, was ist aktuell der Stand, was könnte sich noch entwickeln. Und das so ein bisschen dann im weiteren Teil des Vortrags zu sehen sein. Genau. Was passiert zunächst? Ich habe es mal versucht, in so verschiedene Kategorien zu packen. Wir haben natürlich erstmal verschiedenen Content und Verbesserungen für VR-Spiele. Das heißt, es gibt schon Spiele, die direkt für VR ausgelegt sind. Zum Beispiel Half-Life Alyx. Und dann gibt es eben findige Modder, die sagen, was würde denn passieren, wenn wir Grafiken zum Beispiel aus Bioshock, einem anderen bekannten Shooter, dann in Alyx einbauen und versuchen, diese Welt dort in dem VR-Spiel Half-Life Alyx dann zum Leben zu erwecken. Und das wäre natürlich schon eher so Richtung Total Conversion, wie wir vorher auch bei Counter-Strike hatten. Und es ist natürlich auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Man kann natürlich aber sich vorstellen, dass nur vielleicht kleinere Sachen geändert werden. Es werden zusätzliche Level und zusätzliche Missionen nochmal für Half-Life Alyx dann von Modern zur Verfügung gestellt. Und das wäre eben zusätzlicher Content. Das heißt, ich habe das Basisspiel und brauche auch das Basisspiel. Und über das Basisspiel kann ich die Mods laden und dann noch mehr Missionen spielen und habe mehr von dem eigentlichen Spiel. Interessanterweise hat tatsächlich dann von Anfang an Valve, also die Entwickler dann hinter Half-Life Alyx, dann gesagt, wir gehen schwer davon aus, dass Modder auch irgendwann auf die Idee kommen werden, das Spiel ohne VR anzubieten. Was erstmal ein bisschen komisch klingt, weil sie ja auch gesagt haben, wir haben das Spiel extra für VR entwickelt und es wäre ein bisschen seltsam, das plötzlich mit Maus und Tastatur zu spielen. Aber wir gehen mal schwer davon aus, dass die Modding-Community kreativ, wie sie ist und dass sie sich Herausforderungen sucht, auch versuchen wird, das tatsächlich dann so zu übertragen, dass man vielleicht auch ohne VR-Brille dann Half-Life Alyx spielen will. Und tatsächlich können wir hier einen grünen Haken hintersetzen. Das gibt schon einige Projekte, die das dann probiert haben. Man kann nicht darüber streiten, ob das so sinnig ist, aber es geht hier natürlich, glaube ich, eher auch um so die Herausforderung. Habe ich jetzt nur mal so am Rande noch erwähnt, weil ich das ganz interessant fand, dass es auch in die völlig andere Richtung gehen kann. Dann haben wir natürlich auch Grafikmods. Die sind ja auch so bei den normalen Mods ohne VR-Unterstützung sehr beliebt. Und das ist auch bei den VR-Mods jetzt in letzter Zeit dann der Fall, dass viele sagen, wir müssen die Grafik auch nochmal verbessern. Was gibt es für Möglichkeiten? Und gerade natürlich, wenn wir über VR-Brillen sprechen, die direkt mit PCs verbunden sind, wie kann man da auch HD-Grafik dann übertragen, dass die Umgebung noch viel beeindruckender dann zu sehen ist? Und hier gibt es tatsächlich schon erste Modder, die daran arbeiten, bekannte Spiele wie zum Beispiel Skyrim oder Fallout 4 dann eben mit VR zu unterstützen, mit hochaufgelöster Grafik. Und das wäre jetzt eben so die eine Stoßrichtung. Wir haben zusätzlichen Content, wir haben Verbesserungen für Spiele, die tatsächlich schon für VR entwickelt wurden. Man kann natürlich aber auch anders angehen und sagen, es gibt Spiele, die nicht für VR entwickelt wurden und wir wollen diese in die virtuelle Realität überführen. Das ist zum Beispiel eine Community, die sich Flat to VR nennt. Also wir haben die flachen Spiele, die auf flachen Bildschirmen dann auch gezeigt werden und die werden dann in dreidimensionale
und als virtuelle Umgebung wahrnehmbare Spiele dann überführt. Ich habe ja immer zwischendurch, da bin ich jetzt vorher nicht drauf eingegangen, dann solche QR-Codes dann, kann man vielleicht später auch, wenn man sich das nochmal in Ruhe als Video anschaut, immer nochmal die einzelnen Links, die ich da nochmal hier hinterlegt habe, nochmal durchlesen und nochmal vertiefen, wenn man sich für einzelne Aspekte dann des Vortrags nochmal genauer interessiert. Genau, das wäre hier ein Link zu einem Artikel von Flat2VR, was sie gerade in der Community machen, welche Projekte anstehen und da wird immer regelmäßig auch berichtet, was gerade wieder Neues dann möglich ist. Die eine Möglichkeit ist tatsächlich, wenn wir VR in Spiele bringen wollen, dass man den Code aktiviert, der in Spielen auch schon enthalten ist. Also wenn Entwickler Spiele entwickeln, auf den Markt bringen, dann ist es in manchen Fällen so, dass der VR-Code schlummert in den Programmdaten, nicht benutzt wird, aber vorhanden ist und dann die Modder hingehen können, diesen wieder reaktivieren können und man dann die Möglichkeit hat, dann das Spiel auch in VR zu spielen. Das liegt darin, dass denn eben bekannte Engines wie Unity tatsächlich diesen Code immer mitliefern. Bei manchen anderen Engines ist eher das Problem natürlich, dass die Entwickler auch auswählen können und sagen können, den VR-Code möchten wir nicht in unserem Build, also in unserem dann Endprodukt dann drin haben. Dann nehmen sie ihn raus und dann wird es für die Modder natürlich sehr viel schwieriger. Gehen wir aber erstmal davon aus, von VR-Code aktivieren. Dann gibt es eben zum Beispiel so Projekte wie Trombone Champ. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das hier auch auf dem Play dann zu sehen ist. Und hier haben eben Leute gesagt, eigentlich ist das ja prädestiniert für VR, dass man nicht nur mit Maus und Tastatur spielt, sondern dass man auch wirklich dann hier die Posaune dann bewegt mit den Controllern in VR. Und wer möchte, kann sich das dann gerne auch über den QR-Code mal als Video anschauen, ob das tatsächlich dann vielleicht wie, also hier wird natürlich gesagt, has VR actually finally peaked, dass es schon der Höhepunkt sein könnte, aber zumindest, dass VR hier eine neue Möglichkeit gibt und eine veränderte Art und Weise, dann dieses Spiel zu spielen. Weil man wirklich dann eine Posaune bewegt, zumindest mit den Controllern und nicht nur mit der Maus und Tastatur diese steuert. Das wäre ein Beispiel dafür, wie eben VR-Code auch tatsächlich aktiviert wird. Jetzt hatten wir schon drüber gesprochen, was ist, wenn dieser VR-Code gar nicht vorhanden ist. Und hier gibt es eine neue Entwicklung, dass auch ein findiger Modder namens Praydog, der so ein Star gerade der VR-Modding-Szene ist, sich auf den Weg gemacht hat, VR-Code zu injizieren. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also er hat tatsächlich von einer Resident Evil-Modifikation für VR hat den Code übernommen und versucht nun, den Code so zu packen als Paket, dass man ihn jedem beliebigen Spiel, das in Unreal Engine 4 oder vielleicht auch später Richtung Unreal Engine 5 entwickelt wurde, dass man diese Spiele mit diesem Injektor, der dann hinzugefügt wird als Mod, dann in VR spielen kann. Und das ergibt natürlich eine völlig andere neue Möglichkeit, wenn wir so viele verschiedene Spiele haben, die in Unreal 4 oder vielleicht auch in Unreal Engine 5 dann entwickelt wurden, dann würde sich natürlich auch das Angebot massiv verbreitern von Spielen, die tatsächlich in VR dann auch spielbar sind, ohne dass sie zuerst vorgesehen waren, in VR gespielt zu werden. Wir haben hier zum Beispiel ein relativ bekanntes Spiel, das war ja auch, ich glaube, im letzten Jahr dann eine Riesensensation mit Stray. Und hier sieht man auch so ein bisschen, ich habe mal versucht, einen Screenshot zu finden, wo man die Tatze sieht von der Katze. Man kann quasi aus der Ego-Perspektive spielen und das ist natürlich in VR vielleicht nochmal ein völlig anderes Erlebnis, als das nur auf einem flachen Bildschirm dann auch zu sehen, wenn man quasi als Katze sich durch eine Umgebung bewegt. Genau, also VR-Code aktivieren, VR-Code injizieren sind gerade Möglichkeiten. Nun ist natürlich die Frage, welche Konsequenzen hat das Ganze? Hier mal so ein paar Tweets, die ich gesammelt habe in letzter Zeit, die sich damit beschäftigen. Die einen sagen natürlich, die Konsequenzen sind super. Wir brauchen Content, Content, Content. Content is King. Wenn ganz viele Spiele auch zur Verfügung stehen, dann hat man natürlich auch wirklich endlich mal auch Grund, seine VR-Brille öfter zu nutzen. Und auch vielleicht verschiedene Fan-Communities werden angelockt, die auch mal VR ausprobieren. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass VR an sich tatsächlich dann auch mehr Aufmerksamkeit erhält und auch mehr Nutzer. Und das vielleicht dann natürlich auch die Entwicklung vorantreibt. Wir haben natürlich, das muss man auch dazu sagen, Modding ist ja dann der eine Part. Wir haben natürlich auch die Hardware, die muss ja auch vorhanden sein und hängt natürlich auch dran, welche Möglichkeiten auch diese Hardware dann bietet. Aber ich spreche jetzt eher von der Software-Seite, dass vielleicht VR hier in Modding dann einen Zünder haben könnte. Oder wir gehen jetzt mal so ein bisschen weiter, vielleicht auch kritische Stimmen mit reinzunehmen oder Stimmen, die kritischer werden.
Hier ist zwar einer, der sich darüber freut, wie viel Content man kriegen könnte, wenn es eben auch diese Injektoren gibt für Unreal Engine-Spiele, der aber auch dann natürlich darauf hinweist, dass plötzlich die Spielentwickler stutzig werden könnten, dass sie ihre Spiele so gut verkaufen und sie vielleicht gar nicht wissen, dass es der Grund darin liegt, dass Leute sich dieses Spiel besorgen, um mit einer VR-Mod das völlig anders spielen zu können. Und das geht dann noch weiter. Hier haben wir nochmal einen Tweet, wo jemand dann sogar die Frage stellt, könnte das nicht ein Zünder sein, über den wir jetzt bisher gesprochen haben? Also, dass VR dann auch bekannter wird und dass mehr Leute den Weg zu VR finden, sondern könnte es vielleicht sogar ein Gift sein für VR, weil vielleicht auch die Entwickler dann irgendwie sehen, oh, da ist ein Markt, das möchten wir selber rein und dann natürlich vielleicht auch selber diese Ports VR dann anbieten. Vielleicht nicht in der Qualität, wie die Modder das dann auch machen, und dann der Markt überschwemmt wird von lauter VR-Spielen, die gar nicht so quasi liebevoll produziert wurden, und das natürlich vielleicht auch tatsächlich als Gift für die ganze VR-Szene gesehen werden könnte. Nun gibt es noch ein anderes Projekt, das reiße ich nur kurz an, weil das war ein großer Hype und viele haben gesagt, da liegt auch die Zukunft drin in Verbindung mit Modding. Das wäre Bone Lab. Hier sehen wir sogar, Bone Lab hat dezidiert in seiner Einstiegshalle dann auch einen Zugang zu Mods, dass man Mods dann einfach laden kann. Und von Anfang an haben die Entwickler auch gesagt, sie sind schon gespannt, was die Modder alles zaubern werden. Sie haben auch gesagt, es gibt keinen Multiplayer, das können Modder erledigen. Also da wurde schon viel auf die Community Hoffnung gelegt. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass Bone Lab auch erst vor kurzem gestartet ist und bisher sich die großen Erwartungen noch nicht erfüllt haben. Das kann natürlich alles noch kommen, weil wir sind jetzt relativ, ich glaube, jetzt gerade mal so einen Monat, dass es auf dem Markt ist. Und das braucht natürlich vielleicht auch Zeit, dann komplexere Modifikationen dann auch zu entwickeln. Und es gibt auch natürlich interessante Elemente, mit denen Modder arbeiten könnten. Also hier in Bone Lab können wir unsere Avatar verändern. Das heißt, wir können eine andere Körperform annehmen und Physiksimulationen mit enthalten. Und so viele haben dann eben die Theorie aufgestellt, dass das so eben der Zünder sein könnte, dass nicht nur Content dann für Bone Lab entsteht, sondern vielleicht aus diesem Simulation, aus dieser Arbeit mit der Simulation und den Physiksimulationen auch noch völlig neue Spiele entstehen könnten. Also das, was wir gesehen haben bei Counter-Strike mit Half-Life, dass vielleicht auch aus Bone Lab oder ähnlichen Spielen, die auch so eine Sandbox anbieten, völlig neue Spielideen und Spielformen von Virtual Reality entstehen könnten. Ist aber bisher nur eine Hoffnung und noch nicht dazu gekommen. Kommen wir zum Fazit. Also, wir haben VR und wenn wir mal von der Hardware absehen, fehlen da auf jeden Fall natürlich erstmal Programme, die attraktiv sind, die Leute dazu bringen, überhaupt eine VR-Brille zu kaufen und auch öfter zu nutzen und nicht nur, wie schon zuvor in dem Tweet gesagt wurde, dann als kurze Tech-Demo, die man irgendwie 5 Minuten spielt, danach stellt man irgendwie seine Brille wieder in die Ecke und vergisst, dass es sie gibt, sondern vielleicht auch Spiele, die länger die Leute aktivieren, die mehr Inhalte bieten. Und Games könnten natürlich dann eine Rolle spielen hier für den Durchbruch von VR. Und Modding wiederum könnte jetzt die Attraktivität und die Verbreitung von Games bzw. VR-Games dann fördern, falls, und das ist eben natürlich jetzt die große Frage, ob das passieren wird, dann natürlich auch die Modder den Zugriff auf die Daten haben. Also wie kompliziert ist es, an die Daten heranzukommen? Was kann man überhaupt machen mit den Daten? Welche Unterstützung gibt es durch die entwickelnden? Helfen die den Moddern mit oder legen die eher den Stein in den Weg und versuchen das zu verhindern, um vielleicht eigene VR-Ports zu machen? Das wird tatsächlich dann die Zukunft zeigen. Aber ich bin schon mal sehr gespannt zu sehen, wie jetzt hier quasi auch die Modding-Community, die ist ja wirklich auch schon seit 1990, ungefähr 90, dann mit Doom, davor natürlich auch schon in anderen Formen dann in immer größerem Maße gibt und die auch große Projekte schon gestemmt hat, dann vielleicht auch hier eine neue Grenze haben, die sie dann weiter pushen und immer weiter führen, um dann vielleicht auch insgesamt VR und Virtual Reality nochmal weiterzuentwickeln und neue Ideen zu entwickeln, die vielleicht nicht entstehen, wenn nur ein, zwei Firmen daran arbeiten, auch innovative Spiele herzustellen. Genau, das wäre so ein bisschen ein kleiner Einblick erstmal in meine Gedanken zu diesem Thema und ich würde mich freuen. Danke erstmal für euer Interesse. Freue mich über Fragen, wer Kontakt aufnehmen möchte, gerne hier über die eingeblendeten Sachen. Und ja, würde jetzt erstmal wieder zurückgehen, wenn das hier klappt. Ja, lass das ruhig, lass gern mal deine Okay, oder so. ja. Okay. Die Präsentation? Sonst hätte man noch Okay. kurz deine
Kontaktdaten ich weiß, aufgreifen können, aber du kannst es ja auch Achso, vielleicht. Okay, ja, dann, ist okay, ich ist kann okay. Sie nochmal dann. Wenn du den Twitch-Chat vielleicht offen hast, könntest du das sonst auch nochmal einblenden oder da rein kopieren. Vielen Dank, Stefan, dafür. Gibt es Fragen hier im Publikum? Es gibt hier eine Frage aus dem Publikum. Okay, sehr schön. Ja. Wie schätzt du das Potenzial für Otto-Normal-VerbraucherInnen ein, mit VR zu modden? Ich weiß, du hast ja ziemlich viel mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Wie einsteigerfreundlich ist das? Also ich glaube, da sind wir noch weit entfernt von richtiger Einsteigerfreundlichkeit, weil wir wirklich jetzt hier am Anfang sind. Also es gibt eben, man muss dazu sagen, die VR-Community ist schon klein. Und dann von der VR-Community gibt es quasi nochmal eine Subkultur, das Modding. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass vielleicht durch Arbeit einer solchen Subkultur, das hat sich ja in der Form von dem normalen Modding ja auch schon gezeigt, dass es ja auch nicht so viele Leute waren, die dann auch vielleicht Mods herstellen, aber dass diese Mods eine große Wirkung entfalten können. Also ich denke mal, zu einer bestimmten Zeit hat fast jeder irgendwie Counter-Strike gespielt, weil dann das gerade angesagt war. Und auch andere Spiele haben dann ihre Wirkung entfaltet. Das heißt, ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Es hängt natürlich von der Hardware ab, auch von der Software. Und wir sind jetzt gerade erst so am Anfang. Und meine These war jetzt nur so ein bisschen, die ich versucht habe zu präsentieren, dass vielleicht der Zünder auch mit in Modding dann enthalten sein könnte, um eben auch VR mehr in den Mainstream zu bringen. Und wenn es dann natürlich mehr in den Mainstream kommt, dann wäre vielleicht auch die Hoffnung, dass dann auch die Entwicklenden ein Interesse daran haben, vielleicht auch vereinfachte Mod-Werkzeuge dann zur Verfügung zu stellen, dass die Community auch gewachsen ist und auch bessere Tutorials oder irgendwelche Tools und Hilfen dann zur Verfügung stellen kann. Aber aktuell ist es dann natürlich schon immer schon sehr nischig. Das heißt, ich finde natürlich allgemein VR und auch die Möglichkeiten, dann mit VR kreativ umzugehen, sehr spannend für den Bereich, mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten oder generell im Bildungsbereich. Aber ich fürchte, da sind wir noch weit von entfernt. Okay, ich kann vielen Dank, Stefan, für die Ausführung. Ich kann leider nicht so viele Fragen zulassen, weil wir ein bisschen in der Zeit haben. Wir hatten ja ein bisschen technische Probleme. Wir haben noch zwei andere spannende Sessions. Aber was ich ganz toll finde, nochmal abschließend, lieber Stefan, toll, dass du das Beispiel mit Trombone Champ gezeigt hast. Das Spiel haben wir ja hier auch in der Ausstellung. Das kann man auch ganz ohne VR spielen. Dazu kann ich nur einladen. Und was du da erwähnt hast mit dem, wie sich VR auch so durchsetzt, ne? Wenn man noch mal überlegt, in den 90er, Nuller Jahren hatten wir so den ersten Hype, die ersten Entwicklungen, super teuer, ging irgendwie unter, wie so ein Bötchen irgendwie, das so auf Wellen fährt. Dann haben wir so eine große Welle und ich könnte mir vorstellen, dass das Boot jetzt weiterfährt und dass quasi das Bötchen eine größere Yacht wird und dass dann das auch das Modding vor allem Ding interessant sein könnte. Ich fand es sehr spannend, auch zu sehen, dass es diesen versteckten Code gibt. Vielen Dank, Stefan. Und wir machen ganz kurze Pause, wir haben eine kleine Umbauphase und dann machen wir weiter mit Juliane Böhnecke und Mike Helfrich und mal schauen, was die für uns dabei haben. Bis gleich. Danke, Stefan.